Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Iron Harvest. Jetzt wo ich die schon auf Aufnahme geklickt habe, kam auch gleich die Katze und die sitzt jetzt zwischen Tastatur und quasi Maus und ich hoffe, dass sie jetzt nichts ausschaltet. Wie kann ich helfen? Ja, Anna, ich bin da, um dir zu helfen. Neue Befehle für uns? So, die sehen aber anders aus. Das bessere Soldaten oder einfache Soldaten? Hatten die letztes Mal nicht ein anderes Bild? Egal. Es ist jetzt schon ein, zwei Tage später. Ich habe auch nicht weitergespielt. Bereit! Ich weiß nicht, wie das erste Video bisher so bei euch ankam. Also ich werde es auf jeden Fall für mich durchspielen. Noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr noch unschlüssig seid, ob ihr das kaufen sollt, ich mach mal kurz auf Pause. Nicht, dass meine Katze noch irgendwas macht hier. Ich hab's persönlich über GOG gekauft. Kurze Informationen darüber. Ich nutze nicht nur Steam, ich nutze Epic, GOG und Steam. Einfach nur deswegen, weil ich auch andere Anbieter unterstützen möchte. Und wenn Steam Monopolist ist und kann dann auch die Preise bestimmen. Ich finde es okay, wenn es da einen Wettkampf gibt. Und bei GOG gibt es, glaube ich, aktuell immer noch. Ich glaube, bis zum 5. September. Ich weiß nicht, ob das Video noch da, wann ich das hochlade. Aber zum ich glaube, 5. September war es wirklich. Kommt noch Sudden Strike 4 mit kostenlos dabei. Stand am Anfang. Ich habe es jetzt, glaube ich, im ersten Video nicht gesagt. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Also, wenn ihr Sudden Strike 4 nicht habt und ich habe es gespielt, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin auch am Überlegen gewesen, davon nochmal eine komplette Videoreihe zu machen. Ich habe die ganzen Add-ons nicht gespielt. Es gab, glaube ich, 3, 4 Add-ons zu Sudden Strike und ich habe durchaus meinen Spaß mit gehabt. Und es hat sich unterschiedlich gespielt. Die Amerikaner kamen mit Fallschirmeinheiten, man hat meistens nur mit Bodentruppen gearbeitet, mit den Russen musstest du immer gucken, dass du, was die Deutschen da liegen gelassen haben, übernimmst an Packstützen. Das alles hier ist einfach nur Wahnsinn. Wahnsinn. An Packstellungen übernimmst, weil die haben halt nicht so viel gehabt und die Deutschen, ja, die hatten halt sehr viele Panzer etc., haben mir am liebsten auch am meisten Spaß gemacht. Historisch nicht, aber in dem Spiel schon, weil ich gerne, ich mag Panzer halt, ne? Ich mag Fahrzeuge, ich mag Schiffe und darum kam ich ja zu diesem Spiel, wie gesagt, Max. Ich mag MechWarrior und ich muss mehr in diese Welt reinkommen. Ich laber hier nur. Wie geht's weiter? Tut mir leid. So, gucken wir mal. Ich habe letztes Mal einen scheiß Cut gemacht, aber es lag daran, dass die Mission irgendwie nicht so richtig zu Ende war. Ich laber immer noch. Mach doch mal was, Junge. So, die Gefangenen sollen wir befreien und wir sollen zum Bahnhof. So war das. Ich lese nur den Text, ich habe es mir jetzt auch nicht mehr gemerkt. ich bin gerade irgendwie in Laberlaune. Das Wasser, was ich trinke, ist wahrscheinlich verunreinigt. Das Laberwasser drin. Ja, aber Sudden Strike war wirklich, finde ich, ein gutes Strategiespiel. Dann mal los! Ist das Wenn ich falsch Ernst? Liege, könnt ihr ruhig gerne haten in den Kommentaren. Klappe, sie weiß, was sie tut. Hoffentlich. So. Alles klar. Ich find's schade bei dem Spiel, dass man nicht durch Wälder gehen kann. Ich liebe Wälder. Gegner! Und zwar eine Menge! Ach, Leertaste. Frage ist, gehen die eine Patrouille oder gehen die genau dahin, wo wir hinwollen? Ich liebe Wälder, habe ich das nicht schon gesagt? Also hier wäre eine gute Position für einen Hinterhalt, ne? Hinter den Mauern stehen vielleicht die Grenadiere. Oder ich lasse sie erstmal hier warten. Hier könnte Anna und der normale Trupp Infanterie warten. Und wenn er dann in diese Richtung schießt, könnten von hinten die Granaten kommen, aber... Naja. Gehen wir lieber erstmal südlich. Ich hoffe, ich mach mich auf den Weg. Ist nur so ein Kontrollpunkt. Mäh. Hoffentlich wärmt mich das wieder etwas auf. Ist dir kalt? Ha. Zu Hause nennen wir sowas eine laue Nacht.
Okay, das sind normale Truppen, damit sollten wir klarkommen. Aha. Ich gehe voran. Wir könnten auch. Nee, sieht die rücken nach einer guten Position ran. Aus. Anna. Ich gehe besser in Deckung. Und die kommen dann gleich von der Seite. Wenn die weiter nach vor rennen, könnten die vielleicht zu den Steinen kommen oder einfach aus der Ecke schießen. Was brauchen sie? Schießen. Ich hab sie im Visier. Lock sie mal an. Befehle? Bereit machen anzugreifen. Okay, da kommt nix. Wenigstens nicht wie auf dem Präsentierteller. War hier schon ein Trupp? Wir haben einen entdeckt. Okay. Die gehen wohl auch. Auf damit! Okay, Trupp 2. Ja? Weiter. Wie kann ich helfen? Trupp Anna. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Standardwaffe. Wer ist ein braver Bär? Wer ist ein braver Bär? Der Heinrich ist es. Naja. So. Niemand da! Sucht weiter! Die können überall sein. Ah, da kommen sie. Wir warten. Bin beschäftigt! Genau. Lasst uns welche übrig! Lasst uns mal! Schön rankommen lassen. Wir stehen unter Beschuss! So, jetzt ist die Katze doch endlich weg. Ich kann die Tastatur wieder richtig ranziehen. Wohl die letzten. So. Wir machen hier keinen Speedrun. Wir haben Zeit. Also ich habe zumindest Zeit. Wir haben nicht so viele Leute. Das heißt, wir müssen langsam agieren. Ja, die habe ich doch schon gesehen, Junge. Ich überlege gerade nur. Einer könnte ins Gebäude rein. Sieht nach einer guten Was Position aus. Anna, hierhin. Deckung kann nie schaden. Einsatzbereit. Grenadiere ins Haus. Machen wir, dass wir da reinkommen. Auf sie! Die geben Deckung. Oder auch nicht. Da drüben! Wie viele sind, macht sie fertig! Scheiße, das war eine scheiß Idee. Hat jemand Granate stellt? Eröffnet das Feuer! Mal, geht doch gerade die Patrouille, ne? Ein Gemetzel. Anna, alles gut, Anna. Die gehen mir hier auf die Nüsse, diese Patrouille. Aber ich würde sie nicht angreifen wollen. Oh, da ist eine Waffenkiste. Wollte ich gerade sagen, was lebt denn da noch so lange? Trupp 2? All diese Zerstörung. Das ist gar nichts. Ich war in Städten, wo ganze Blocks in Trümmern lagen. Wegen der Max. Die größeren können mitten durch ein Haus laufen. Schaufel? Werkzeug. Was sollen wir denn damit? Werkzeug und Minen. Das klingt schon besser. Da kommen wir noch zu Sachen, die ich mag. Minen, hervorragend. Da wir sind noch bereit, alles zu tun, was Polania braucht. Ah, jetzt haben wir hier einen Minentrupp. Hat nur Pistolen, das finde ich ein bisschen bescheiden. Gehen wir mal spazieren. So, wo kann ich jetzt Minen aufbauen? Gebäude bauen. Hä? Gebäude reparieren? Oh, sind die Gebäude? Alles ist wieder gut. Vergesst nicht, dass sie hier liegen. Vorsicht! Max patrouillieren die Straße. Ja, gegen ich weiß. Die brauchen wir schwere Waffen. Ja, darum Minen. Langsam ausdünnen den Gegner. Wie geht's weiter? Anna, kannst du ein bisschen so weiter Sieht nach... nach einem sicheren Ort aus. Brauch ein bisschen Sicht. Bereit. Und wir werden hier weiterlaufen. Wir gehen in Deckung. Habt ihr gelegt? Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Wir brauchen keine Sandsäcke, wir brauchen mehr Minen. Macht langsam, Jungs. Nur keine Hektik. Lassen wir mal zwei legen. Ein Gegner! Und er ist nicht allein! Ja, von der Richtung greifen wir nicht an. Der hat Deckung. Wir haben hier gar nichts. Na doch, hätten wir theoretisch, aber... Ich versuche eher von der Seite zu kommen. Da sind aber auch Gräben und Steine. Wir können hier auch diesen Waldweg gehen. Der Waldweg gefällt mir noch besser. Aber erstmal müssen wir uns ein. Ab da? Wie sieht der Plan aus? Dann zurück Nehmen zum Trupp. Position ein. Anna, zurück zum Trupp. Bin unterwegs. Kann ich nochmal so euch alle drei
Was brauchen Sie? Auf Punkt 4. Das geht nicht. Das finde ich doof. Ah, man kann doch nicht immer alles haben, Heinrich. Ich höre. Dann bist du wieder 1. Wie geht's weiter? 1, Anna. Grenadiere stehen bereit. 3. Sie sagen, was Sie brauchen, drei. Und wir bauen es. Ich brauche diese Schnelltasten. Muss man nicht unbedingt machen. Ich mag's, wenn ich Truppen einzeln per Tastenklick anvisieren kann. Ich habe angefangen damals mit Command & Conquer auf der PlayStation 1. Ja, ich bin alt. Mehrere Gegner gesichtet. Und Minen-Action. Oh, die laufen weg. Ah, geilo. Die Minen suchen ihr Ziel. Das ist ja geil. Das ist putzig. Oh, das ist... Die rennen automatisch zum Mech. Hervorragend. Das ist beste Einheit ever hier in dem Spiel bisher. Wie geht's weiter? Bin unterwegs. Sie sagen, was Sie brauchen und wir bauen es. Ja, was ist, ich habe mit Command & Conquer angefangen und ich glaube, auf der PlayStation konnte man halt nicht Gruppen irgendwelche Rollen zuteilen. Also so Position. Ja, so eine Schnellleiste gab es da, glaube ich, nicht. Und als ich dann irgendwann mal reich war und mir einen PC leisten konnte. Alles klar. Das war natürlich. Einer, seitdem mache ich das. So, das sind Grenadiere. Das sind schon mal kleine Arschlöcher. Wollen wir die so nah dran haben? Ich hätte gern hier Deckung, um sie ranzukommen zu lassen. Egal. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Bereit! Wir suchen uns Deckung! Ich gehe besser in Deckung! Anna nimmt gleich mal ihren Superschuss. Weil ich habe keinen Bock, eine Granate abzukriegen. Alle Mann bereit? Feuer! Machen wir es kurz und schmerzlos! Lasst uns! Fassbär! Fass! Wir wollen die Gefangenen befreien! Fass! Unter Beschuss! Oh nein! Beeilung! Egal, war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Jeder Schuss zählt! Tötet sie! Keine Gnade! Ja? Gut, das Geschütz können wir übernehmen. Der lebt mir zu lange. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Naja, gucken wir mal. Wir müssen vielleicht mal schön von hinten angreifen. Ich mach mich auf den Weg! Von hinten ist immer schön anzugreifen. Bin gleich da. So, hier. Neue Befehle? Geht jemand? Passt auf, wo ihr hinten. Da drüben! Eine Feldkanone! Könnte nützlich sein, wenn wir sie einnehmen. Wenn wir sie einnehmen. Na, lieber gleich sie töten. Reitet durch! Grenadiere! Mit den besten Waffen von Polaria! Goodbye, ihr Wichser. Ihr hättet in Russwert bleiben sollen. Befreien wir unsere Leute. Wie hieß der Bär nochmal? Wotan? Vatya? Ich weiß es nicht mehr. Steht drauf. Wojtek. Ah. Muss man sich merken. Wie sieht der Plan aus? Ein braver Bär. Da drin war es so gemütlich. So, ach, da steht ja was. Strategische Position einnehmen, haben wir doch gemacht. Du bist einfach der Beste, Wojtek. Wo war denn die Position? Die war doch hier irgendwo eine Fahne. Ach nee, dachte gar nicht, haben wir gar nicht gemacht. Neue Befehle? Ja, Position eine einnehmen. Eine Aufgabe für Ingenieure. Ja, fahren halt, euer Ding, ne? Wie kann ich helfen? Kannst du mal gucken, was für Waffen klar da doch sind? Ich hab gehofft, hier sind Gefangene. Mehrere Feindkontakte! Scheiße. Shit. Die Basis gehört uns. Nee. Ein Hoch auf Polaria. Ah, wir haben Verstärkung Wo gekriegt. Wo habt ihr gesteckt? Und wer ist das? Ich bin Anna. Anna die Große. NNA. Freiheitskämpferin, von vorne. Schützin, Bärenreiterin. Scheiße, ich bin alt. In Ordnung. Fand ich damals aber toll, Wie Freundeskreis. Weiter? Ich gehe besser in Deckung. Nummer, wir du hören. Bist 4. Wir brauchen dich da. Ein bisschen Schutz schadet nicht. Sie sagen, was Sie brauchen, und wir bauen es. Ich kann den Feind sehen. Ja, ich kann ihn spüren. So. Bereit. Ah. Jagen wir ein paar Panzereinheiten. Anti-Mech-System wartet auf Anweisung.
Okay. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Ich weiß nicht, ob die uns jetzt angreifen wollten oder nicht. Achso, wir verballern Ressourcen für die Minen. Ah. Sehe ich jetzt erst gerade. Hm. Ich höre. Ich bin mir unschlüssig, was wir machen sollen. Aber ein Gefangenenlager ist es nicht. Ich habe eigentlich. Naja, wir haben eine Einheit gekriegt. Dann mal los! Und die Waffen lösen sich auf, sehe ich gerade. Wenn die blinken. Bin unterwegs! Ich versuche mal mit Anna anzulocken. Deckung kann nie schaden. Ah, jetzt kommen sie. Und zurück. Alles klar. Anna in Deckung. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Hätte doch Minen legen sollen. Feind wird angegriffen! Das sollte jeden niederstrecken. Hier, Jungs. Schießen. Okay, Top 2. Flankieren. Alles klar, gehen in Deckung. Trupp 2, wo rennst du hin? Geht jetzt. Oh, geht da rein in Deckung, Jungs. Ich habe nicht mit gerechnet, dass sie hier einmal drum rumlaufen müssen. Das hier wäre der kürzeste Weg wahrscheinlich gewesen. So, wir könnten jetzt noch eine Panzereinheit machen. Warte mal, was ist das denn? Wähle Infanterieeinheiten aus und klicke. Mhm, da kriegen wir Teile raus. Cool. Das kann man machen. Wie kann ich helfen? Mach mal. Das wird nützlich sein. Panzerbrecher hält sich bereit. Können wir euch bewegen? Befehl erhalten. Wir positionieren uns neu. Perfekt. Kanonen bereit. Dann bin ich mit meiner Truppe hier gerade zufrieden. Auf dem Weg. Ab und zu mal ein bisschen Wasser trinken. Ja? Ich mach mich auf den Weg. Ich gehe besser in Deckung. Verdammt, die Kanone ist schwer. Dann lasst sie hier. Sie ist nicht darauf ausgelegt, ewig herumgeschoben zu werden. Okay, dann lassen wir sie hier. Macht euch Feuer bereit! Lasst es hier! Was brauchen sie? Ganz schade, was haben zwei Kartuschen immer mitgenommen. Dann mal los! Also die Patrouille hatten wir eigentlich erledigt, ne? Bin unterwegs! Wir können ja hier gleich mal an die Seite gehen. Ich denke mal, die Brücke wird verteidigt sein. Ich mach mich auf den Weg! Die da rechts ist. Unterwegs. Er hat ja recht, ohne diese riesen Waffe sind wir halt schneller, aber wenn er das schon extra sagt, ich hätte es mitgenommen. Alles klar. Da sind Gegner. Alles ist wieder und zwar gut. Eine ganze Menge. Oh. Ah, okay. Okidoki, dann würde ich sagen. Kanoniere bereit! Kanoniere! Nehm jetzt eine bessere Position ein! Wenigstens sagen wir, was sie präsentiert hätten. Wir bauen es. Das ist keine gute Position. Alles klar! Wir sehen hier einen Gegner! Da drüben! Vorsicht! Wie viele sind das? Die schaffen wir! Ja, wir müssen hier die Flanke aufräumen, dann können wir die da aufräumen. Oder sie kommen uns schon entgegen. Und wir werden von rechts angegriffen. Los, Feuer! Ich verliere meine Kanoniere. Los, jetzt schön da von hinten aufräumen. Du so schießen gelernt. Boah, Gott sei Dank, ey. Ist er auch im Widerstand?
Ich bin sicher, das wäre er gewesen. Na komm, wir haben unten Heilung. Wie geht's weiter? Bin gleich da! Die Sonnenbrücke sehe ich gerade. Wir hätten auch an die vorbeischleichen können, verdammt. Wer ist ein braver Bär? Kanonen bereit! In Ordnung! Bereit! Können wir die auch heilen? Nein. Müssen wir zurücklaufen. Wie kann ich helfen? Toll. Hätten da easy sneaky peeky vorbeilaufen können. Ich muss sagen, ich könnte auch hier bleiben. Schönes Land. Deswegen wollen die Polania uns wohl raushaben. Vielleicht, wenn das alles vorbei ist. Für Polania! Eine gute Position! Was brauchen Sie? Ich nehme Sie ins Visier! Da ist eine Mauer, gibt gleich Deckung. Aufgepasst! Machen Sie es kurz! Wurde auch Zeit! Wir müssen noch voll in den Rücken fallen. Unsere Brüder! Ich hätte keine Tat. Hätten Sie erstmal, muss was erledigt werden? Befehle? Bärchen, kannst du die Leute da heilen? Weiter? Ja, halt ein bisschen, das finde ich gut. Dann werden die beiden Trupps mal geben Sie uns einfach ein Ziel. Vorne gehen. Ich finde es schon ein bisschen schade, dass wir nicht diesen kompletten Nebel des Grauens haben. Also, dass man Nebel des Kriegs oder wie der sich da schimpft. Ich kann ja eigentlich schon vorab gucken, wie ich am besten gehe. Vielleicht sind sie ja ortskundig, die Leute hier. Ist ja ihr Land. Kann ja gut sein. So, wir Verstanden. Gehen durch das Kornfeld. Unterwegs. Ja, und der Bär heilt so ein bisschen unsere Truppen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Aber ich habe keine Lust, so lange zu warten. Kommt Dann mal bitte los. Weiter. Kanonen bereit. Jawohl. Bestätige. Lässt sich doch eigentlich bestimmt gut verteidigen, weil das auf Anhöhen ist hier da. Das Dorf. Ich denke mir, da die Brücke besetzt war, wird auch der Weg zur Brücke bewacht sein. Hier. Würde ich sie positionieren. Vielleicht auch in den Häusern. Das heißt, wir versuchen hier irgendwie von der Seite zu kommen. Ja, von der Seite. Was gibt's da groß zu sagen? Was es brauchen ist Krieg. Sie? Das war's. Bin gleich da. Schön finde ich Alles auch, ist wieder dass gut. man auch die Bewaffnung bei den Truppen sieht. Wäre schade, wenn es nicht der Fall ist. Einige Spiele machen es halt nicht. Ich höre. Alles klar. Hm. Wie kann ich helfen? Mir fehlt noch so ein bisschen ein Speer. Ich nutze Anna dafür, aber... Hier drüben sind Gegner! Wir können da nicht durch Zäune klettern. Ich weiß nicht, ob hier zu ist, weil da ist ein Wald, da kommen wir eh nicht lang. Und ich habe keinen Bock, hier hochzulaufen. Oder wir müssen Truppen aufteilen. Wie sieht der Plan aus? Finde ich ja schon mal bescheiden. Ja? Bin unterwegs. Muss was erledigt werden? Einsatzbereit. Einer, zwei, vielleicht auch mehr. Da ist eine MG-Stellung. Ah, das ist schon mal richtig, dass wir nicht da lang gelaufen sind. Wir müssen diesen Berg hoch und dann von hinten die MG-Stellung killen. Gibt's ein Ziel? Ja. Unterwegs. Wir werden jetzt hier mit rechts angreifen, dann sollen die... Die rennen nach da. Wir kommen dann von der anderen Seite. Hoffentlich ist das ein guter Plan. Auf dem Weg! Bereit! Da sucht jemand nach Ärger! Ach, wir warten mit den Grenadieren. Wir sind in Kürze da! Kanonen bereit! Feuer! Erfasse Ziel! Wie kann ich helfen? Legen Sie unter die Erde! Klar. Weiter! Unter Beschuss! So, jetzt die wir Grenadiere. Sind ah, das war zu nah! Fast
Ja. Scheiße. Komm. Scheiße. Anna, die müssen sterben mit dem MG. Aber noch eine Granate haben wir nicht. Ich meine, wir haben den Höhenvorteil. Wir haben Deckung. Das sollte gehen. Wir haben den Bär. Ach, da sind auch noch ein, zwei Arschlöcher. Anna, auf diese Arschlöcher. Und bis auf jetzt Trupp mit den Minen sieht's gut aus. Ich fand die Minen gut. Also dieses Mädchen ist eure Anführerin? Ja, sie ist unglaublich. Scheiße, ich eine polnische Jeanne d'Arc, was? Weiß nicht, wer das ist. Nee, wenn sie auch eine gute Schützin ist, dann ja. Wie geht's weiter? Befehle? Komm, ich scheiß auf die Minen. Maschinengewehre. Minen auf die Granaten. Gut. Ich will lieber einen schweren Trupp mit MG haben. Oh oh. Neue Befehle? Geh mal zum Teddybär. Da heilt dich. Trupp 2. Aber hier gibt's keine Heilung. Maschinengewehr-Trupp bereit. Wie lauten Ihre Befehle? Und doch, auf der anderen Seite liegt hier irgendwo was, ne? MG-Schützen stehen bereit! Ja? Ich mach mich auf den Weg! Gut, ich wollte gerade nochmal gucken, ob es auch wirklich die MG-Schützen von der Straße waren. Bin gleich da. Hätte sein können, dass es da eine Patrouille war. Ich sehe bisher nur die eine Kiste hier. Aber eine zweite sehe ich nicht. Hä? Aber die Map sagt, die sind zwei Kisten irgendwo. Ah, da, okay. Das ist eine Waffenkiste. Ich mach mich auf den Weg. Ach, warte mal, wir haben doch gar nicht befreit. Upsi, schwupsi. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Ich hab vergessen, die Fahne. Ah, dann hätten wir vielleicht nochmal neue Truppen bekommen und die hätten die Granaten nehmen können. Wir liegen noch da. Macht mal einer die Fahne da. Das kann ich machen. Los, bewegt euch. Ich will die Granate haben. Sekundärziel abgeschlossen. Wir dachten, diesmal ist es aus. Nein. Nicht, solange wir Anna und Wojtek haben. Wojtek. Können wir den Bahnhof jetzt einnehmen? Mehr Feuerkraft haben wir nicht. Klingt wie eine polnische Tech-Firma. Vielleicht doch. Gibt's ja eine Karte? Hier hat's uns erwischt. Wir mussten unsere Mechs zurücklassen. Nein. Wenn sie also Waffen brauchen... Ja. Ist den Umweg vielleicht wert? Ja. Auf jeden Fall. Neues Sekundärziel erhalten. Haben wir neue Truppen? Truppen. Da. Was gibt's? Hey, was gibt's? Granaten! Deckt euch damit ein! MG-Trupp ist bereit! Genau. Und der MG-Trupp wird die Nummer 5 sein. Und ihr werdet die Nummer 2... Nee, 3 sein. Weiß ich nämlich noch im Kopf... Granaten ist das Dreier-Truppe. Was brauchen Sie? Grenadiere in Bereitschaft. Fantastisch. Jetzt haben wir hier schon so eine kleine. Wie geht's weiter? Armee. Hier waren irgendwo noch Truppen, habe ich gesehen, glaube ich, ne? Ich mach mich auf den Weg. Was ich nur komisch finde in dem Spiel, ich weiß nicht, woher das kommt mit Polania. Also, dass sie die Namen so geändert haben, kam das vielleicht auch vom Künstler? Ach, das ist ein MG oder ein Geschütz. Ist wirklich ein MG. Schweres Maschinengewehr. Bin gleich da! Bereit für Befehle! Ich dachte, hier wären Feinde. Was ist in der Kiste? Ja, guck mal in die Kiste, aber ich glaube, da wird nichts drin sein. Raketenwerfer würde ich mitnehmen oder Granatwerfer oder so. Es sind Granaten. Mach ich sofort! Schweres MG ist jetzt einsatzbereit! Jawohl, Sir. Ich höre. Ja, dann nehmen wir nochmal die lange Brücke hier. Wir haben ein MG.
Alles klar. Schick das MG vor. Das hatte da vorne auch ein bisschen Panzerung. Ist das so im Spiel auch mit integriert? Irgendwelche Befehle? Sehe ich den Panzerungswert der Einheit irgendwo? Nee, ne? Warte mal. Wir haben 400 HP, die haben mehr. Ist das scheiße. Mittlere Panzerung gegen mittlere Panzerung. Ungepanzert. Na gut, ist gepanzert. So, dann... Was können wir für Sie tun? Setzt das Ding in Bewegung! Genau, und wir machen Folgendes. Wir schicken Amma hinterher. Dann kann der Teddybär nämlich euch so ein bisschen heilen. Ich wette mit euch, hier sind... Also hier oder hier vorne sind Gegner. Also ich hätte sie da positioniert. Ich gehe besser in Deckung. Scheiße. Irgendwelche Befehle? Ja, ihr müsst die 5 sein und ihr müsst weiter. Zeit für Nordswechsel. Wir hören. Also in echt hätte ich die Brücke jetzt nicht genommen. Aber ich glaube, es gibt hier auch keinen anderen Weg, oder? Wir müssten ja irgendwie rüber. Ja, es sind 2 Brücken, die da lang führen. Okay, eine Brücke müssen wir nehmen. Was brauchen Sie? Wir verlegen jetzt das MG. Wie geht's weiter? Aber anscheinend täusche ich mich. Und ich sehe hier nicht eine ganze Menge von denen. Kanoniere bereit. Genau, kommt mal an die Mauer. Ich hoffe, die Mauer wird nicht weggeballert. Irgendwelche Befehle? Setzt das Ding in Bewegung. Ah, das sind die warten. Wie kann ich die helfen? Rechnen nicht mit feindliche Einheiten im Widerstand. Okay. Was brauchen Sie? Wie weit geht denn dann MG? Was los? Wollen wir mal gucken, was das so gegen die bringt in Deckung. Oh, sie kommen vor. Sie kommen vor. Eine unserer Veteraneneinheiten ist in der Nähe aufgestiegen. Feinde! Stehen bereit. Geben Sie uns einfach ein Ziel. Na dann, erledigen wir sie! Da kommen auch noch welche. Erledigen wir sie! Bereit! Scheiße. Erteilen wir ihnen eine Lektion! Wir sind MG hier! Schießt sie in Stücke! Ich glaube, das MG ist bestimmt die richtige Entscheidung gewesen. Gibt hier bestimmt auch sowas wie Unterdrückungsfeuer. Das heißt, dass wir die Gegner, die konnten bestimmt nicht offen laufen. Die müssen sich ducken, das machen die nämlich hier auch schon. Bewaffnet, ich wollte gerade nochmal gucken, Flinte gegen andere. Steht leider nicht, ob die gerade so ein Unterdrückungsfeuer haben, dass die halt nicht so gut vorankommen. Kann ich jetzt bei Warhammer aus dem Computer spielen, so ein bisschen oder so. Ich höre. Aber ich könnte es mir vorstellen, wenn so ein MG auf dich ballert, da läufst du nicht einfach auf 2 Beinen entgegen. Da ist, glaube ich, der Fußboden die sichere Geschichte. Tja, wie gehen wir jetzt vor? Einfach hier jetzt die Straße hoch mit dem MG. Keine Deckung für unsere anderen Leute. Alles ist wieder gut. Ja, alles ist wieder gut. Ich mach mich auf den Weg. Kanoniere bereit. Eine gute Position. Ja. Anna an die Seite. Ich geh besser in Deckung. Einer, 2, vielleicht auch mehr. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Ja. Wir hören. Muss was erledigt werden? Hier ist es so gut wie woanders. Bereit. Wir suchen uns Deckung. Irgendwelche Befehle? Ja, mit dem MG dauert es jetzt ein bisschen länger, aber ich finde das Ding... Da sind gut. Unsere Mechs und ein paar Russwirts. Hmm.
Ja, was machen wir? Feindliche Gruppe gesichtet! Erstmal die feindliche Gruppe wegnehmen. Was können wir für sie tun? Nichts. Ja, verdammt! Na los, schieß doch! Cool ist wirklich, dass die warten, bis wir das Feuer, bis einer das Feuer eröffnet. Und nicht automatisch. Ich kenn's bei einigen Spielen, da kann man's halt auch einstellen, automatisch feuern oder nicht. Ich finde das halt, so wie sie es jetzt gerade hier gelöst haben, angenehmer. So muss ich nicht halt so viel rumklicken und sagen, nein, passiv, du aktiv. Naja. Ja, würde sagen. Zeit für Nordswechsel. Das kann sich da mal hin bewegen. Gibt's ein Ziel? Es gibt immer Ziele, mein Freund. Nehm jetzt eine bessere Position ein. Dann mal los. Und ja, komm. Sie sagen, was ihr braucht. Zeigt es ihnen. Grenadiere stehen bereit. Ach, das MG steht schon. Hab ich nicht mitgedacht. Feuer! Es feuert nicht. Wie es aussieht, liegt es an uns. Wir werden sie zerfetzt. Passt mal, Munio. Weg hier. Ui, da hat's aber... Ah, ich glaube, ich kassiere Eigenfeuer, oder? So, Max übernehmen. Verlassene Max können eingenommen werden. Können und wir zur sie Unterstützung der Armee. Pioniere könnten das. Gibt nicht viel, was ein Pionier nicht kann. Tja. Gott sei Dank haben wir ja unsere Pioniere aufgehoben. Und... Ich glaube, der ist erstmal cooler. PZM. Panzer Zentral Mech? Keine Ahnung. Wir bringen es wieder in Schuss. Reparieren bitte. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das schöne Befehle? Schmuckstück hier. Wir lassen es hier. Ihr kriegt gleich einen Mech. Ja. Raus hier! Oder die Grenadiere und die Pioniere bekommen einen Mech. Ihr könnt aber die Fertig. Dose öffnen. So gut wie neu. Okay. Wie sieht der Plan aus? Der Plan ist, dass du weiter arbeitest. Das haben wir in 0, nichts repariert. Was ist da? Noch eine Schaufel. Noch mehr Pioniere. Okay. Der Krieg ist so viel schlimmer, als ich es je für möglich gehalten hätte. Dass sie immer ihre Nummer verlieren, wenn sie ihre Sachen da lassen. Bringen wir ihn zum Laufen. Sie sagen, was sie brauchen und wir sind dran. In alle rein? Reparieren. Ja, haben wir ja gemacht. Ich verstehe bloß nicht. Ich habe jetzt... Muss was erledigt werden? Wir setzen ihn sofort in Gang. Ich hätte gedacht, dass jetzt die Einheit verschwindet und wir dann dafür den Mech haben. Unsere Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Sekundärziel abgeschlossen. Ah ja, wir haben ja zwei Aufsteiger. Aber... Schlachtruf hebt Unterdrückung auf. Ein Gegner! Und der ist nicht allein! Ja, warte doch mal, ich will gerade lesen. Ach, ich hab keinen Bock zu bewegen. Ja? Feuer! Ich glaube, wir haben mal keine Chance. Bitte vergebt mir. Ja, ich vergebe dir, Anna. Und erhöht währenddessen die Feuerrate. Das heißt also, die würden bei MG laufen und ballern. Kanoniere bereit! Dasselbe. Sie sagen, was sie brauchen und wir bauen es. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Was brauchen sie? Warum ist... Trupp wird angegriffen. Nee. Dieses Land ist wirklich wunderschön. Ein Jammer, was der Krieg daraus gemacht hat. So. Ist auch ein bisschen wenig Deckung da. Das heißt, die Max könnte man gebrauchen. Erstmal Anna. Sieht nach einem sicheren Ort aus.
Lauf mal ein bisschen vor. Da sind Gegner, und zwar eine ganze Menge. So, dann... Neue Befehle? Ah, Deckung für Pioniere ist da nicht gegeben. Ich bin einsatzbereit. Ich überlege gerade, wo ich mit meinen Leuten da langlaufen könnte. Ich versuche an diese Mauer zu kommen, aber erstmal müsste ich sehen, ob da überhaupt was besetzt ist. Bereit für Befehle. Verstanden. Sind unterwegs. Weil das sieht aus, als ob das verteidigt ist. Das ist gerade so, wie es hier steht. Das ist ja einladend. Also hier haben wir auf jeden Fall Gegner. Da haben wir keine. Okay, dann könnten wir ja quasi von hinten angreifen und von vorne. Wir machen es ganz anders. Ja. Wir sehen uns das mal an. Vierer lasse ich mal hinten. Ich nehme noch die Dreier-Truppe. Befehle? Und eins. Was brauchen Sie? Das sollte jeden niederstrecken. FG-Schützen stehen bereit. Mit Vergnügen in Reichweite. Also ich weiß, was wir bewegen müssen. Da ist noch ein Trupp. Ich wusste, das hier geht gut aus. Gut, dann kriege ich jetzt am besten... MG-Trupp ist bereit! Den MG-Trupp zentralisieren, genau. Bereit. Und auch das. Das ist nicht besetzt. Dann haben wir da schon mal... Deckung. So. Dann, Anna. Wie geht's weiter? Dahin. Deckung kann nie schaden. Was brauchen Sie? Max. Kommt mal dahin. Problem. Können die Max auch entdecken? Gibt's ein Ziel? Bestätige! So, da war ja hier die gleich auf die Scheiße hauen. Genau. Ein bisschen Schutz schadet nie. Ein Gegner! Und er ist nicht allein! Ah. Ich glaube, die anderen werden wir mal vernachlässigen. Haben Sie eine Mission für mich? Ja. Kanoniere bereit! Der Trupp kommt dahin. Eine gute Position. Und dann versuchen wir mal, den da zu eliminieren. Kanoniere unter Beschuss! Das MG zieht hier nochmal ran. Ist besser als nicht. Haben wir ein Ziel? Ja. Feuer. Ein Gegner! Raus damit! Ich höre Feindkontakt! Ich höre! Feinde, unter Beschuss! Scheiße, jetzt kommen sie natürlich von da. Und dann auch überrannt. Vorrangig. Trupp 4. Auch Heilung. Trupp 4 ist erledigt. Meine MG-Leute auch zurück. Scheiße. Das war Dufte. Der Trupp ist auf dem Marsch. Super. Ich habe komplett Morgs gemacht. Ich weiß nicht wie, aber ja, das ist nah genug. Mehr. Ich werde jetzt bereuen, Sie's. Dann mal los. Pioniere leben noch. Ich gehe besser in Deckung. Alles klar. Oh, Feuer. Weiter! Dann mal los! Machen wir es kurz und schmerzlos. Unterdrücken, Feuer! Ich schieß auf mich! Wir sind härter als Eisen! Oh. Oh, verdammt, wir nächsten. Wir haben hier einen Virus. Wir werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Ich bin so nah. Greife an! Los. Eröffnet das Feuer! Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Ich erreiche hier gar nichts. Hier. Ah, Scheiße. Ich bin schwer verwundet. Ja, ich auch. Es tut mir so leid. Wir brauchen hier schwerere Geschütze. Schöpft einfach nicht. Die sind erledigt. Meine Waffen sind bereit. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Wir bringen es wieder in Schuss. Wie kann ich helfen? Klar doch.
Was brauchen Sie? Wer ist ein braver Bär? Irgendwie doof. Hätte man irgendwie besser machen können. Also so wie ich es jetzt gemacht habe, war totaler Murks, weil die haben meine Flanke eingenommen und hier hinten wurden wir ja auch überrannt. Reparaturen abgeschlossen. Gerade der Mac hatte unsere Linie durchbrochen. Ja, Deckung kann nie schaden. Was auch immer uns weiterhilft. Aber haben wir eingenommen. Ich hoffe, wir müssen es nicht verteidigen. Primärziel abgeschlossen. Verteidigen wäre ein bisschen problematisch. Der Bahnhof ist unser. Danke für die Rettung, Jungs und Mädchen. Mein Vater, er hat einen Metallarm. Habt ihr ihn gesehen? Rusvietische Soldaten kommen von Norden. Viele. Ja. Sie wollen den Bahnhof zurück. Wir halten sie auf. Bereit machen zur Verteidigung. Aber wie? Ich hab doch keine Männer mehr. Minen. Ich hab doch keine Minen. Verteidigungsposition. Schnell, es geht gleich los. Neues Primärziel erhalten. Neue Befehle? Vergesst nicht, dass sie hier liegen. Sie sagen, was sie... Wir übernehmen jetzt das Maschinengewehr. Habe ich nur normale Leute? Schweres Maschinengewehr ist kampfbereit. Wenn sie von da kommen... Wir verlegen jetzt das MG. Ich überlege gerade das. Wir hören. Ein bisschen Schutz schadet nie. Hier ist noch ein Trupp. Befehle? Übernehmen die Anti-Mech-Kanone. Was brauchen sie? Sieht nach einem sicheren Ort aus. Ich hätte gerne hier noch einen Wall. Kanone ist... Haben Sie eine Mission für mich? Polanias zu zerstören. Ich sehe mir das mal an. Wie kann ich Polania dienen? Da hinten haben wir auch noch Leute. Verdammt. Ich bin einsatzbereit. Kein Problem. Neue Befehle? Jede Aufgabe zählt. Wow. Bisschen Scheiße gebaut, kann man nicht abbrechen. Sie sagen, was Sie brauchen und wir bauen es. Macht langsam, Jungs. Nur keine Hektik. Haben Sie eine Mission für mich? Wir sehen uns da. Bereit zur Zielerfassung. In Ordnung, wir machen uns auf den Weg. Was können wir für Sie tun? Setzt das Ding in Bewegung. Straschnik einsatzbereit. Gut, was brauchen Sie? Ich habe Angst, dass die hier irgendwie von der Seite kommen. Ich habe keine Ahnung, von wo die kommen. Ich stelle mich halt irgendwie ein bisschen auf. Ja, hier zu bleiben wäre sinnlos. Wie sieht der Plan aus? Minen legen. Vergesst nicht, dass sie hier liegen. Ah, sie kommt schon. Scheiße. Meine Waffen sind nicht nachlassen! Wir sind bereit! Erledigen Sie die! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Damit! Erfasse Ziel! Scheiße. Hey, bauen noch! Okay, hat man hier Pioniere irgendwo? Da hinten. Neue Befehle? Reparier den Mac. Scheiße. Fuck. Wie sieht der Plan aus? Warum sollten wir sie auf den Feind überlassen? Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Nee. Haben sie weggepustet! Es ist noch nicht vorbei! Hey, ihr da! Wo ist Lech Koss? Wo ist mein Scheiße. Vater? Dein... Professor Dibowskis Tochter! Natürlich!
Er hat nie etwas von dir gesagt. Hätte ich Bescheid gewusst, wäre es anders gelaufen. Hey, willst du mir sagen, wo dein Onkel steckt? Er würde dich hier doch nicht alleine lassen. Wo ist mein Vater? Dein Vater hat mir nicht gesagt, was ich wissen wollte. Naja, etwas habe ich trotzdem bekommen. Sein Arm. Hey, recht. Süße! Du Dreckskerl! Wie sprichst du überhaupt mit mir? Weiter. Hey, Süße! Papas Arm winkt. Machen wir uns bereit! Neues Primärziel erhalten. Primärziel abgeschlossen. Achso. Warum ist die jetzt auf einmal da hinten? Wie geht's weiter? Bin unterwegs. Muss was erledigt werden? Ja. Mine. Macht langsam, Jungs. Nur keine Hektik. Müssen noch mehr Sandsäcke gefüllt werden? Ja, Sandsäcke bauen wir ein paar. Und zwar eine ganze Menge. Hier. Sandsäcke. Wundervoll. Anna. Was brauchen Sie? Mac. Wenn ich's nicht mitnehme, wird's jemand anders tun. Bereit zur Zielerfassung. Wir haben Gesellschaft. Ich bräuchte Truppen. Wie geht's weiter? Ah, zurück. Pioniere unter Beschuss! Entdeckung! Sofort! Wie kann ich helfen? Es wäre unhöflich, Sie zu ignorieren. Geben Sie mir ein Ziel. Lassen Sie hören. Hat jemand... Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Okay, Feuer auf den Mac. Die schießen auf mich! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Hier, halt euch mal. Eine Aufgabe für Ingenieur. Zu spät, hä? Haben Sie eine Mission für mich? Wir brauchen Max an der Flanke, Max an der Flanke. Genau, der ballert sie gut weg. Anna! Töte die Schweine! Wir sind noch gar nicht fertig mit der Mauer. Nee, der ist gut. Diese Packgeschütz, Feuer. Oh, Wojtek gegen Mac! Wojtek gegen Mac! Mac verliert. Wojtek siegt. Knuddelbär halt. Dazu ist keine Zeit. Folgt mir! Toll, dritte Welle. Ich hab doch keine Zeit. Wir können nicht gewinnen und auch nicht fliehen. Wir gehen nirgendwo hin. Mut, Leute! Für Polania! 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 Yeah, Polania! Yeah! Ja, super. Für Polania! Leschkos, Onkel ist da. Den Gorilla-Mech? Oh yeah! Onkel Lech? Greift an! Worauf wartet ihr? Angriff! Feindliche Einheiten gesehen! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen! Die schaffen wir! Mach die Tür! Wir werden angegriffen! Wir sehen sie! Mindestens eine! Anna, bitte in Deckung! Wo sind meine Max überhaupt hier? Ich hab doch hier noch so drei Typen gehabt. Flankieren! Ach du Scheiße! Anna! Hau ab! Scheiße, die flamen uns weg! Rückzug! Rückzug! Habe ich Minen? Nein, habe ich nicht. Wir verlieren. Ah, Magazineinschübe oben. Ob er die auch selber nachladen kann? Der Gorilla hat ihn vertrieben. Oh, der kann springen. Feigling!
Schön. Was ist nun los? Was machst du hier? Papa? Wer lebt denn noch? Anna, ich wollte euch immer beschützen. Euch beide. Das hast du. Jemand muss Heinrich Steinmetz warnen in Kolno. Und du musst fliehen. Bring dich in Sicherheit. Wieso hat der Kolonel dich Professor genannt? Und was hast du? Kolno könnte Köln sein. Wir müssen gehen. Hier sind wir nicht sicher. Mit den Armen wackeln, ich finde das cool. Der Bösewicht gefällt mir. Hallo Anna! Oh, Bärenkuscheln. Hör zu! Wir teilen uns auf! Sie dürfen nicht alle auf einmal erwischen. Operation Hoffnung geht weiter. Der polanische Widerstand lässt niemanden im Stich. Polania! Ja, Polania! War Papa Professor Dibowski? Ja, schon immer. Dein Vater und Heinrich Steinmetz haben für Tesla gearbeitet, als er die Automaschinen entwickelt hat. Ich weiß nicht, was Zubov von ihnen will. Wir haben erfahren, dass der Mistkerl auf der Suche nach ihnen war. Ich habe ein paar Männer geschickt, aber offenbar zu spät. Warum hat mir niemand etwas gesagt? Niemand sollte es erfahren. Sie waren Ingenieure in der Fabrik weit vor deiner Geburt. Sie flohen, um ein neues Leben zu beginnen. Doch der Krieg hat sie eingeholt. Ich muss mit diesem Heinrich in Kolno sprechen. Er muss etwas wissen. Da wollen wir auch hin. Die Russwirts haben die Stadt von der Außenwelt abgeschnitten und wir wollen ihnen einen Besuch abstatten. Okay, dann ist es nicht, Wenn du nicht fliehen willst, kannst du mitkommen. Du schießt gut. Aber zuerst muss ich Papa begraben. Tu das, aber mach schnell. Der Krieg wartet nicht. Okay, zur Schlacht gerade eben nochmal. Ich glaube, die Anfangsposition, die immer gezeigt wurde, die hätten wir befestigen sollen. Die habe ich aber nicht befestigt, weil ich oben links die Ecke besser fand, was natürlich totaler Murks war. Schon die zweite Entscheidung, die in dieser Folge Mist war, aber wir haben überlebt. Bild hier Ton oder habe ich ein Headset-Problem? Warum starren wir Gleise an, statt nach Kolno zu gehen? Die Blockade zu brechen ist nur der halbe Plan. Wir wollen auch den Bürgern helfen, Hilfsgüter liefern. Ja, was siehst du? Russwirtische Soldaten, manche auf Patrouille. Ein Frachtzug, Ölpumpen, Eisenminen. Dieser Zug versorgt sonst die russwirtischen Truppen. Diesmal übernehmen wir ihn und versorgen unsere polanischen Genossen mit einem wichtigen Hilfsgut. Hoffnung. Wir stehlen Alkohol. Einen Zug aus einer russwirtischen Basis? So wird man zur Legende. Ja gut, da brauchen wir Pioniere. Das Zugdepot ist schwer bewacht. Wir müssen eine Armee ausbilden. Ich will eine Basis genau hier. Und ich will Ressourcen. Viele. Also los. Ja, Ressourcen kriegen wir durch alte Max. Neues Primärziel erhalten. Und das ist ja eine quasi neue Mission. Ich finde es schade, dass zwischen den Missionen irgendwie nicht so ein kleiner Cut ist.
wo ich dann einfach besser abschließen kann mit den Videos. Das ist halt doof, dass wir schon den Einstieg ins nächste, quasi in die nächste Mission haben. Dann müsst ihr es einfach so sehen, es ist jetzt der Einstieg in die nächste Folge, um euch schmackhaft zu machen, was wir machen müssen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht's Spaß. Und man muss aufpassen, dass die Stellungen, die vorgegeben werden, auch genutzt werden. Muss ich mir persönlich merken. Und was ich jetzt gerade bei der zweiten Schlacht gemerkt habe, ich weiß nicht, wie das berechnet wird. Also irgendwie sind meine Leute gefallen, wie die fliegen. Ob die Mechs zu stark waren oder ob sie, weil es daran lag, dass sie mich flankiert haben, ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch dieses Prinzip nicht so gut wie bei Civil War. Da braucht es halt ein bisschen länger. Vielleicht ist hier auch Moral. Ich krieg's noch nicht so ganz mit. Man kriegt auch keine Info, so, ah, die Leute rennen oder die Leute sind halb tot. Auch das mit Unterdrückung. Das wird gesagt, aber visuell sehe ich es nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Aber vielleicht muss ich mich auch weiter reinfuchsen. Wir haben erst angefangen. Mir macht's Spaß und ich hoffe euch auch. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Wenn ihr es wisst, wie es besser machen könnte, lasst ein Kommentar da. Und mir ist jetzt eingefallen, ich komme gerade nicht auf den Namen, ich habe vorhin ein Video zugesehen. Scheiße. Ah, es ist jetzt peinlich. Ich wollte euch fragen. Vielleicht gibt es ja ein, zwei Leute, die auch Computergames spielen. Ich glaube, das Spiel, ich bin gerade nebenbei an mein Handy gerade. Genau. Ich habe was von Crusader Kings 3 gesehen. Ich kenne Teils 1 und 2 nicht. Es ist ein Strategiespiel im Mittelalter. Ich bin Total War Spieler. Ich liebe Total War Spiele. Obwohl jetzt das Neueste nicht so, doch nicht so mein Ding ist. Wenn jemand weiß, ob Crusader Kings 3... ob man das spielen kann, ob das gut ist, dann schreibt es mir in die Kommentare, weil ich bin echt im Überlegen, ob ich mir das auch hole. Weil kann man auch einen Herzog in Braunschweig spielen. Und ich bin Heinrich der Löwe und also, das ist eigentlich schon Pflichtlektüre, würde ich schon fast sagen, hier Crusader Kings 3. Ich muss mir das nochmal angucken. Wenn ihr dazu irgendwelche Infos habt, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr es sehen wollt oder nicht. Oder ob ihr das Spiel gut findet oder nicht, oder ob es scheiße ist, gut ist, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao!